So, Tag auch. Ich hatte ja nun gestern Stimmunterricht. Das ist ja spannend. Das ist ja total spannend, wie anders die Stimme klingt, wenn die Körperhaltung anders ist, so ein bisschen, oder wenn die Beinstellung anders ist, oder wenn ich in den Bauch hineinatme. Absolut faszinierend. Aber einen Muskelkater habe ich, einen Muskelkater. Puh. Ich traue mich nur nicht, das muss jetzt wirklich unter uns bleiben. Ich möchte das da nun niemandem sagen, denn sonst haben die da den Eindruck, die alte Schachtel, da kriegt da nichts mehr gebacken, ohne gleich Muskelkater zu haben. Das ist mir ja nun peinlich und ich bin ja nun die Älteste im Kurs, glaube ich zumindest. Da muss ja nicht gleich jeder wissen. Naja, egal. Und da ich nun heute diesen Muskelkater hatte und sowieso nicht viel auf die Reihe gekriegt hätte, dachte ich mir, räumst mal so ein bisschen auf, schadet ja nie. Und oh, ich habe so süße Sachen gefunden und zwar da Fotos von meiner Tochter. Hier, gucken Sie doch mal, da als sie noch ganz klein war. So, hier, oh, gucken Sie mal, ist das nicht süß? Ja, ein bisschen retuschiert. Und da war sie ganz klein. Ist das nicht süß? Ist das nicht total niedlich? Oh, ich muss sagen, oh, Mensch, das ist überhaupt nicht zu fassen. Und jetzt ist sie schon eine junge Frau und ja, ich bin ja mal gespannt, wenn ich den Großmutter werde. Aber das bleibt auch unter uns, sonst denken die Leute, ich bin schon alt.